Du hast den bestimmt vom Polen, ne? Vom Polen, ja. Vom Polen. Vom Polen, ja. Oh, Alter, ja. Hier kommt nur noch Gold. Ich sehe nur noch Gold. Silber nehme ich auch noch mit. Habe da doch. Ich liebe Gold. Das letzte Gold haben wir auch noch. Oh, ich dachte, das war ein bisschen tief, aber das... Pass mal auf, ich hab ungelogen. Wo ist das Gold? Golderz ist das doch, ne? Na gut, ich hab ein bisschen übertrieben, aber 48 ist auch schon eine Marke, ne? Ah, siehst du, kriegst trotzdem auf die Fresse. Na komm doch her. Ich bin doch da, kein Problem. Ja. Komm mal ran hier, mein Freund. Ne? Ich könnte euch ja mal einen Witz erzählen, den ich neulich gehört habe, der mir sehr gefallen hat. Hau raus. Da werden sich vielleicht auch ein paar Zuschauer freuen. Der ist Copyright bei Play 3 Podcast, den ich ja so toll finde. pass auf. Also, ein schwules Pärchen sitzt im Flugzeug. Ja, wird noch besser. Oh. Sitzt im Flugzeug und es ist ein Langstreckenflug, ja. Und irgendwann mitten in der Nacht meint der eine zum anderen, ey, Alter, ich hab so Bock auf dich, wollen wir nicht hier auf dem Sitz eine Nummer schieben? Da sagt der andere, ey, bist du verrückt, hier sind 200 Leute im Flugzeug, ich fick doch jetzt hier nicht auf dem Stuhl rum. Da meint der andere, ach, ich zeig dir, dass die alle pennen, und steht auf und ruft, ey, kann mir einer sagen, wie spät es ist? Keine Antwort. Also schieben sie eine Nummer auf den Stuhl. Und so eine halbe Stunde später geht die Stewardess so durch und guckt, ob so alles in Ordnung ist und so. Und ein paar Reihen hinter den Schwulen hockt so ein Typ, der sich von oben bis unten vollgekotzt hat. Und dann meint die so zu dem, hey, was ist Ihnen denn passiert? Wenn Ihnen schlecht war, dann sagen Sie doch Bescheid. Und dann meint der Typ, ne, da hat vorhin einer nach der Uhrzeit gefragt, der wurde sofort in den Arsch gefickt. Hart, Alter. Okay, der ist nicht verkehrt, das stimmt. Der ist wirklich nicht verkehrt. Ein Quatsch, Alter, Eddie. Ich hab mich so weggeschmissen, als ich das erste Mal gehört habe. Der kommt später, glaube ich. Alter Schwede, nicht verkehrt. Ah, das... Sollte man nicht unterschätzen, ne? Liebe Zuschauer, erzählt denn eurer Mutter oder so, die freut sich bestimmt, dass ihr so tolle Sachen im Internet lernt. Ja. Von Lukas. Zum Beispiel. Nur noch weitergenommen, ne? Weitergetragen, den Witz. Auf jeden Fall. Oh nein, ich glaube ich... Finde hier die derbsten Höhlen, ne? Da könnten wir doch einen kleinen Aufruf an unsere Zuschauer machen. Schreibt uns doch mal euren Lieblingswitz in die Kommentare. Ja. Und wir können ja mal schauen, vielleicht machen wir dann irgendwie einen Gewinner oder so und erzählen den Witz dann in der nächsten Aufnahme, keine Ahnung. Bin hatte ja auch mal so eine komische Idee gehabt, na komisch ist sie nicht, aber das könnte dann auch wieder irgendwer sagen, ist kopiert oder sowas, was? Da zum Beispiel die Leute jetzt, sag ich mal, die haben irgendwelche Fragen jetzt, zum Beispiel meine Alte, die will mich nicht mehr oder sowas, weißt? Dass man da ein paar Tipps geben könnte oder sowas, weißt? Oh ja. Aber das ist... Schlagt eure Alten ins Gesicht. Das könnte denn kopiert kommen, weil das schon einige Leute machen, was? Nö, also ich mach das aber generell so, wenn die Zuschauer mir irgendwas in die Kommentare schreiben, dann lese ich mir das durch und wenn es eine Frage ist, antworte ich nach Möglichkeit drauf. Ja, nur hat bisher halt noch keiner so eine Frage gestellt, aber ich bin für alles offen. Alter, bei mir ist gerade richtig Stimmung hier. Ja, man hilft ja gern, sag ich mal, ne? Auf jeden Fall. Wo man kann zumindest, ne? Ich habe übrigens eine gute Nachricht. Na? Für wen? Ich hab schon 2 Lebenskristalle. Oh Gott! Wo kriegst du die Dinge her? Ja, nicht. Ja, ne? Ja, da wären wir nicht, wieder also beim Thema Polen, ne? Oh ja. Also ich werde hier gerade eher gefistet von diesen verdammten Flödermäusen. Flödermösen. Flodder. Alter, die Flattermösen sind schon wieder am Start. Flodder forever und so. Mann. Ich bohr mich hier jetzt durch, du. Ich bin gleich in Hallolulu hier. Hallolulu? Hallo? Oh, hier kommen wieder die lilanen Steine, also muss ich wieder mich nach oben bohren. Oder komme ich hier runter? Warte mal. Born to be alive. Ich weiß doch nicht mal, wo ich hier gerade lang. Born to be alive. Born to be alive. Oh, hier ist eine Falle. Ich wollte schon sagen, was ist denn hier los? Löf sie besser nicht aus. Habe ich gerade schon. Und ich bin fast tot dadurch. Aber nur fast. Aber auch nur wirklich fast, ja? Viertelherz habe ich noch. Ist noch nicht tot genug. Oh Gott. Okay. Genau. Muss ich mich noch ein bisschen besser anstrengen hier. Ja, ohne Scheiß. Nicht mal sterben kannst du. Was kannst du eigentlich? Tut mir leid, Lukas. Ich muss mir das nochmal beibringen. Tut mir leid. Als ob ich das so könnte. Wie sterbe ich für Anfänger hier? Ja, wieso? Du bist doch unser Sterbekönig eigentlich. König der Löwen, oder? Könnte stimmen. Ja, siehst du?
Ich müsste mir jetzt alle Aufnahmen nochmal angucken und gucken, wer von uns am meisten gestorben ist. Ich also heute ich, auf jeden Fall. Wunderbar. Das können aber stimmt, heute sind wir schon am laufenden Band verreckt. Na, ich also glaube, das Zuschauen besser glaub, was zu tun. Ist, ne? Meinst du? Achso, als uns zu verfolgen, ne? Hier ist eine Kupferader, aber die Kupfer benötigen wir nicht mehr, ne? Kupfer? Nein. Du kannst sogar Eisen eigentlich schon weglassen. Ja, na, ich hab jetzt ein bisschen Eisen mitgenommen und ein bisschen Goldie, aber sonst. Meine Güte, also Robert. Bei mir sind die Gegner, ey. Ich werde hier nur bombardiert von diesen Gegnern, ey. Das ist der. Na gut, ich versuche hier Fahrt. Irgendwas. Oh, jetzt muss ich mich wieder nach oben bohren, ne? Ist das ein Scheiß. Ich brauch so ein Dings hier, das gibt ja auch noch so eine richtigen Bohrer nachher noch, ne? Ja. Bohrer, so ein Ding wäre nicht schlecht, ja, Alter. Hier schön durchbohren hier. So ein Bohrrad. Bohrrad, ja. Das ist nämlich ein. Very nice. Beschissenes Geklare. Ich gehe nämlich immer weiter nice. Nach oben hier. Oh nein. Einfach nach unten und hau immer weiter nach oben hier. Alter Schwede, ey. Ich versuch nämlich hier um diese scheiß. Verkodeten lila Steine vorbeizukommen, aber das geht immer höher hier. Ja. Na, ich hab mich jetzt hier verfahren, glaube ich. Ja, ich sterbe auch schon wieder. Alter, ist das hart, Alter. Alter Daniel. Das geht jetzt wieder bis nach ganz oben, wie es aussieht. Das wird nix. Ah, leck mir den Arsch, ey. Ich fahr hier auch immer echt die derbsten Bäche runter, ey. Und dann bist du wieder im Wasser drin und. Ja, toll. Und du bin ich. Hell. Ich habe neulich mal so drüber nachgedacht, was man im Laufe seiner Zockerkarriere so von sich gibt, wo die Leute einen überlecken sollen. Ne? Ich habe neulich, glaube ich, in irgendeiner Aufnahme war ich sauwütend und habe dann gemeint, leck mir doch die Eier wund und habe dann echt so überlegt, was hast du da eigentlich gerade gesagt? What the fuck? Wahnsinn, ne? Also da musst du echt schon lange lecken. Da kommt drauf an. Ist da was passiert? Wenn du eine richtig haarige Zunge hast. Oh, borstige Zunge am besten. Borstige. Oh. Borstbottle. Boostbottle, Alter. Alter, also, ich baue mich hier nach Madagaskar, Alter. Das ist doch gut. Ich kann wo bin ich denn jetzt? Guck mal, wo ich jetzt ungefähr bin. Da nee, irgendwie. Kann ich überhaupt nicht mehr sehen, Alter. Ist ich schon gut, weiß ich wo. Im Atlantik oder so. Gut, oder? Ja, ich versuche mich jetzt. Da kommen immer mehr lila Steine. Ich glaube, ich kann hier umdrehen. Na. Das bringt mir nichts mehr. Habt ihr keine Gegner, sag mal? Doch. Nö. Aber wir sind halt ein bisschen souveräner im Kämpfen als du, deswegen beschweren wir uns nicht so oft. Ja, das stimmt, das tut mir leid. Ja, geht schon klar. Ja, ich bin irgendwie, keine Ahnung. Oh, ist das eine Scheiße. Ich bin nicht so gut im Kämpfen. Ich hab richtig das beschissen, Video. Alter. Ja, eine Pusi halt. Ich musste so früher nicht so oft kämpfen, von daher. Du bist nicht jeden Tag zusammengeschlagen. Ich musste um mein Leben kämpfen. Nee, ich hatte eher an Beyblade gedacht. Also. Boah, das haben wir in der Schule immer gehabt. Auf der Tischtennisplatte haben wir dann immer zu 12 oder so Beyblade gezockt. Ja, und dann immer schön Let It Rip und so, ne? Ja, da sind wir uns vorgekommen wie die geilsten, weil wir die fetten Beyblades am Start hatten und dachten, wir kriegen jetzt alle Viber und so. Einzelteile kaufen noch und so was, ne? Schön. Ja, genau. Her das Baby zusammenschrauben und dann fixst du alle kaputt, oder? Ja, und dann hast du immer da diesen. Ja, diese Arena, das Ding da, und dann ging das da ab. Da hat eine Kuppel von mir noch gehabt, da, das Ding. Die hatten noch oben diese Viecher, diese, wie hießen die, Bitbeasts oder sowas, die du da so reinklippst mit dem Monster immer drauf. Ja. Und da hast du dann immer, ja, ich hab jetzt hier Dragoon und so weiter und so fort. Mein Beyblade ist jetzt voll mächtig und keine Ahnung. Und dann ging das ab, Alter. Immer der eine immer let it rip, Alter. Und dann ging das los, Alter. Oh ja, bist hier vollkommen wie der größte Pimmel. Ja, aber so war das. Ja, aber siehst du, das ist noch Kindheit, ey. Oder Yu-Gi-Oh!-Karten oder so ein ganzen Käse da, Pokémon und was nicht alles, Alter. Oh, jetzt sag mal ohne Scheiß, ich habe hier noch eine Riesensammlung, weil ich die einfach nicht hergeben will, an Yu-Gi-Oh!-Karten, an Pokémon-Karten. Ja, Pokémon habe ich auch noch zu liegen, da ganz. Und Magic-Karten habe ich auch noch, die sind awesome. Ganz derbe Dinge. Magic the Gathering, ja. Ey, das ist so fett, die Karten sehen zum Teil so episch geil aus. Sali hat doch, wie hieß denn das Spiel, was für PS3 mal rauskam, dieses Kartenspiel, Eye of Judgment, ich glaube, ja, ne? Ja. Mhm. Das hat er, da haben wir mal gezockt und da mussten wir so eine Taschenlampe nehmen, die du drehen konntest, weil das Licht so scheiße war und dann hat immer einer die Taschenlampe da gedreht und dann konnten wir mal zocken, ne? Aber das Licht so scheiße Wahnsinn. Dunkel war, ne? Aber das Fun macht das Game, wenn du drinnen bist, geht das ab, Alter. Fühlst dich wie Yugi oder so, keine Ahnung. Ah ja, das ist ja auch Sinn und Zweck. Aber es war Fun hat das auch nicht ganz ausgereift, ey, weil irgendwie immer die Kamera verrutscht ist oder bis mal musst du es wieder einstellen. Alter. Wir haben ja auch, ich habe ja auch SingStar hier am Start, da haben wir teilweise da die halben Nächte mal getrellert, aber immer hart gewesen, Alter. Das fand ich immer geil. Bei SingStar, immer wenn bei uns irgendwie so Geburtstagsfeier ist oder so, dann holt irgendwer dann die PS2, die schließen wir dann an, meistens halt so irgendwie bei meinen Eltern oder so, wenn halt wieder Geburtstag ist. Und dann alle so Cousins, Cousinen, Schwester, Bruder und so weiter, sind wir alle am SingStar zocken
Und ich meine, ich habe jetzt echt keine Singstimme, aber es ist mir da so fucking egal, weißt du? Ja, das macht Bock wie Sau, das macht Fun, Alter. Da kannst du krank lachen, da teilweise. Bockwurst? Ja, das macht richtig Bock. Du musst mal Sali sehen, wenn er am Rad dreht mit Zengster, dann ist vorbei, das ist, ne? Vor allem sind da auch so Lieder dabei. Ich hab Abba, Zengster Abba habe ich, glaube ich. Was hab ich neulich gezockt? Ich hab im Duett mit meiner Schwester oder mit meiner Cousine Bring Me to Life gesungen. Von Evanescence. Und dann immer so. Ich hab halt gedacht, ah ja, gut, ich mach halt diesen Typ und sie macht die Tussi. Aber dann war es halt aus Versehen genau umgekehrt und ich hab halt die ganze Zeit die Tussi gesungen. Ich dachte, ich verreck irgendwann einfach nur. Musstest du so schön hochsehen? Ja. Das ist das. Ich war gut. Du warst ich aber war awesome, verdammt ne? gut. Ja, klar. Alles, was ich tue, ist awesome. Sogar seine Kacke glänzt, ne? Ja. Auf jeden Fall. Die gibt mir dann noch so einen geilen High Five und verschwindet dann. Oh, Mr. Hanky, Alter. Oh, was ist das denn? So, irgendwas hat mich hier gerade angecatcht. Was ist das? Ach, ein Pisswurm, Alter. Wer Pisswurm? Drecksvieh. Ich mach Wenn wir uns das nächste Mal oben sehen, kriegt ihr von mir die Lebenskristalle. Ja, ich bin jetzt oben. Ich bin gefistet worden. Nee, für jeden einen. Ich hab mir hier so ein Ameisenhöhlensystem gebaut, oder? Das müsst ihr mal sehen, na, really hard, oder? Immer ein Stück höher und immer zusammengepuzzelt, oder? Das System hat mir gefallen. Ja, wirklich, ich hab jetzt mein Goldschwert weggeschmissen, das ist nicht gut, oder? Wo ist die lieber wieder? Zeit? Hab ich jetzt getan hier. Ich hab grad. Oh, ich muss gerade echt, Kack. Nee, wie kann ich das jetzt am besten ausdrücken? Ich hab einen auf der Pfanne, sag einfach mal so, ne? Der musst du raushauen, sonst haust du das ganze Wurzelchakra durcheinander. Scheiße. Ja, schnell. Sofort raushauen. Nee, ich bin anständig. Oh, es läuft mir schon aus der Hose. Kleckert mir schon aus der Burg, Alter. Es läuft Alter, ey, diese was ist das für ein Vierer? Irgendwann hatte ich doch gerade aus dem Typ, Alter. Lukas, bist du schon wieder unten in der Höhle jetzt noch? Ja, ne? Ja. Weil du stehst bei mir, stehst du schon wieder hier oben, das ist unglaublich. Vor den NPC-Buden stehst du hier, vor der Brian seine Hütte hier. Das ist doch voll kacke, ey. Versteht nicht, ne? Verbuggelt einfach das. Irgendwie. Achso. Naja. Zum Teil ist das noch verbuggelt hier, ne? Verbuggelt? Verbuggelt, ja. Wie ist denn das hier eigentlich mit den Haustieren hier? Kannst du irgendwie Haustiere hier haben, oder was? Alter. Weil hier. Ne, hier in der Höhle ist gerade eine Sternschnuppe runtergekommen. Aber die kann ich doch nicht aufsammeln. Ich dachte, er macht jetzt hier einen auf. Epileptic Techno. Genau, den kann er auch gut. Ja? Alter Schwede. Ja, Monkey D. Ruffy halt. Ja. Wenn das mal reicht, dann. Viel Glück an die Strohhutgruppe. Gruppe. Schönen Gruß an Ruffy, falls du zuhörst. Schönen Gruß an die Strohhutgruppe, Alter. Ah. Gruppe. Chapipi, chapipi, chai, Digga. Ich bin so gut. Ich hast du nichts zu entscheiden, Robert? Dich? Ah, ich weiß, ich komme nicht auf. So. Das ist schade. Oh, hier kommt nur noch Wasse. Oh, Wasse? Angst vor Asse und wie war das? Funkeln. Angst vor Wurunkeln, ja. Also, ich werde wieder sterben, was ist da eine Kacke hier? Geh doch mal da hoch, du. Ich suche hier gerade Sternpuppen, aber ich finde keine. Also hier unten in der Höhle ist eine. Ja, da unten in der Höhle. Ich glaube, die Leute sind bei mir Zombie. Nichts produktiv. Da ist eine Sternpuppe, ich will die haben, gib mir die, ja. Das ist der Wahnsinn. Entschuldigung. Da kann ich mir eine Sternrüstung draus machen, oder was? Nix. Klar. Geschissen bekommen. Nee, was kann man denn daraus machen jetzt? Mana. Ich werde das woanders hingehen. Mama? Meine Mama? Yo, Mama. Yo, Mama. Meine Mama? Mama, ne? Nee, ich hab doch bei dem anderen Charakter habe ich doch diesen komischen Teleportationsspiegel. Ah. Und für den brauchst du zum Beispiel Mana, damit du den benutzen kannst. Yeah. Oh. Und nee, ich weiß, da gibt auch diese eine komische Aqua-Pisswaffe, da brauchst du das auch für. Ja, genau. Das, oh, scheiße, jetzt sauf ich ab, das ist nicht gut. Und die Laserkanone. Oh nein. Laser-Cannon. Oh, morgen ist schon wieder Donnerstag, Alter. Ich finde das herrlich. Weißt du, was ich morgen wieder mache? Na? Morgen gucke ich wieder exklusiv die Reportage auf RTL. Ja, da zieht mir auch rein. Boah, da könnte ich mich immer so wegschmeißen. Da ist manchmal ein Scheiß. Opas auspacken, ja. Oder ich will Pornos, ich will Pornos da werden. Ja, genau. Die Puffretter hier, die Puff-Experten im Einsatz. Rotlicht-Experten, genau, ja.
Ohne Scheiß, ich liebe diesen Menschen, der die Idee hatte, solche Dokus rauszubringen. Die sind einfach nur kacke, aber so lustig. Oder hier diese, oh, was war das denn, hat eine mal, Mensch, da haben die diese FKK-Leute da, der eine alte Sack da. Da sah der Puller von ihm aus, als wenn er nach hinten eingewachsen ist, hat mich weggeschmissen, Alter. Alter. Ich hab da kein Problem mit, mich da so zu zeigen, sagt er. Richtig ja, hart, Alter. Aber das Beste war echt dieser Typ, der dann hier, ja, ich gehe voll gerne zu Dominas und keine Ahnung was. Und dann ist er da hingegangen, hat irgendwie 50 Euro bezahlt und dann hat die ihm gesagt, ja, geh mal auf die Wiese und friss Gras, weil er halt immer wie so ein Tier behandelt werden wollte. Und da hat er 50 Euro abgedrückt, damit er dann eine Stunde auf der Wiese gesessen und Gras gefressen hatte. Oder der eine, der sich da in die Zelle einsperren lassen hatte. Och, hart, dann knallt er die Alte auf den Arsch. Das sollst du doch nicht machen. Jetzt wirst du bestraft, du Sau, Alter. Richtig hart, Alter.